Bayern München und Juventus Turin treffen zum 10. Mal in Champions League und Europapokal aufeinander, wobei der FC Bayern in dieser Bilanz mit 4 Siegen die Nase leicht vorne hat und auch morgen hier in der Allianz Arena voller Selbstbewusstsein zum Rückspiel einlaufen wird. Wobei die unter Profis gültige Regel immer noch Bestand hat, wonach italienische Mannschaften nur sehr schwer auszuschalten sind. Viele Leute denken, es ist schon vorbei, aber nicht für italienische Mannschaften. Die spielen bis Ende, egal was passiert im Spiel. Die verlieren nie den Kopf und deswegen, das ist der starke Punkt. Und egal was passiert morgen, erste Halbzeit oder erste Minuten, die werden immer konsequent weiter seine Taktik spielen und versuchen bis zum Ende kämpfen. Wie hat gesagt, Levi, wir müssen nicht verlieren, diese Konzentration noch, muss immer Konzentration auf den Kopf hoch. Und ich glaube, ja, mit Geduld natürlich. Wir wollen sofort vielleicht morgen attackieren, wir wollen sofort schnell möglich ein Tor machen. Ich glaube, wir brauchen auch mit dem Publikum, auch, wir brauchen die Fans, auch muss helfen auch ein bisschen auch immer für uns, ist wichtig. Und ich glaube, wir müssen keine Angst spielen, mit Gefühl spielen und das ist wichtig. Juventus Turin muss auf Claudio Marchisio, dem italienischen Nationalspieler, verzichten, genauso wie auf Paulo Dybala, Juves besten Stürmer in der heimischen Liga. Beide sind wegen Verletzung gar nicht erst mit angereist und auch der Einsatz von Mario Mandzukic steht noch in den Sternen. Das Juventus bleibt die gleiche starke Mannschaft, gefällige Mannschaft, große Mentalität, warten ihr Momentum. Große Mentalität, um zu verteidigen, helfen miteinander. Es ist kein Problem zu verteidigen, 19 Minuten hinten, haben die Qualität nach vorne gehen, Angriffspresse machen. Arjen Robben blieb beim verschneiten Abschlusstraining am Morgen an der Säbener Straße im Leistungszentrum. Sein Einsatz ist laut Pep Guardiola noch fraglich. Wie gut, dass unsere beiden Ex-Turiner ein prima Timing haben. Arturo Vidal war beim Hinspiel der Kommandeur. Auf dem Platz hatte mit 131 Ballkontakten die mit Abstand meisten, mehr als doppelt so viele etwa wie Juves bester Paul Pogba. Dazu kam Arturo auf die beste Passquote von 95%. Tja, und Kingsley Coman lief sich ja gerade gegen Bremen so richtig heiß mit 3 Torvorlagen, eine schöner als die andere. Auch wenn ein 0:0 genügen würde, das Beste sind Tore und da tritt der FC Bayern mit selbiger Empfehlung an. Inklusive der Achtelfinal-Hinspiele erzielten Bayern und Real Madrid die 21 Treffer, von dem Wert Juventus sehr weit entfernt ist. Alleine Robert Lewandowski traf bisher 7 Mal, darunter 6 Mal in Heimspielen.